Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Ultra Force und zwar mit dem Ultra Force Ryzen 9000 Gaming PC AMD Ryzen 5 9600X RX 7600 für 1189 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde uns vorgeschlagen von Gladiator im Videovorschlägekanal auf Discord und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist das stinknormale Gehäusebild, so passt mir das auch, das ist völlig in Ordnung. Was ich auch sehr, sehr cool finde, die haben hier alles vernünftig aufgeschlüsselt, sogar die Timings vom RAM, obwohl die nicht so berauschend sind, kommen wir aber gleich zu. Aber das finde ich super, da wird nichts versteckt. Starten wir mit dem Gehäuse, das ist das Corsair 3500X schwarz. An und für sich geht das Gehäuse klar. Ist halt wieder so ein Aquariumgehäuse, da könnt ihr halt drei Lüfter an der Seite reinbauen und drei Stück auch noch oben. Hinten kann auch noch einer rein, aber die sind nicht mit dabei. Jetzt steht hier bei Ultraforce Gehäuselüfter oben, hinten und seitlich Standard Gehäuselüfter, wenn vorhanden, wird bei Upgrade mitgeliefert. Was jetzt damit genau gemeint ist, kann ich euch gar nicht sagen. Ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass die wirklich an der Seite drei Stück reinbauen, die reinziehen die Luft, eben drei Stück, die oben rauspusten und eventuell noch einen hinten, der die Luft auch hinten rauspustet. Aber es steht halt wirklich nicht fest dort. Ihr könnt natürlich hinterher noch auf den Preis ein bisschen was draufrechnen, sage ich euch gleich noch, was ihr da machen könnt. Aber ich werde daraus leider nicht schlau. Also wenn die Lüfter wirklich dabei sind, ist alles okay. Die sind dann nicht beleuchtet oder so, weil normale Gehäuselüfter sind einfach nur schwarz. Ja, aber wenn sie nicht dabei sind, kriegt ihr da drin Temperaturprobleme. Und das kostet 87,59 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 9600X. Den habe ich jetzt das erste Mal bei mir in den Videos. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt diesmal offiziell DDR5 5600 MTS. Zum Vergleich, die 7000er Generation von AMD hatte 5200 MTS. Wie dem auch sei, auch den könnt ihr locker mit 6000 laufen lassen. Sofern ihr halt nur zwei Riegel benutzt. Ab 4 Riegel wird es dann wieder doof. Zum Zocken reicht er erstmal aus. Ihr könnt damit auch ein bisschen Videoschnitt machen oder Bilder bearbeiten oder so. Wenn ihr streamen wollt, nehmt lieber einen 8-Kerner, sage ich ja immer dabei. Das Thema ist einfach, der macht das System jetzt unnötig teuer. Also er ist sehr modern, weil er sehr neu ist, klare Sache. Aber der hat halt gerade mal 10% mehr Leistung gegenüber einem 7600X und kostet dabei aber 40% mehr, eben 200 zu 280 Euro. Ich hätte mir halt vorher so überlegt, soll man das machen? Klar, es liest sich schön, ne? Man ist modern drauf, aber es bringt einem halt nicht sonderlich viel und es geht viel Geld flöten. Gerade bei einer Konfiguration, die etwas über 1000 Euro kostet, da kann man das Geld lieber in einer besseren Grafikkarte investieren oder ich weiß es nicht. Aber so erstmal schön, dass er dabei ist. Ist jetzt kein Fehlgriff. Und er kostet 282,38 Euro bei csvdirekt.de. Das Mainboard ist ein Gigabyte B650 Gaming X AX V2. Der B650 Chipsatz ganz locker ausreichend für diesen Prozessor, gar kein Problem. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und ihr habt noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card, eine zusätzliche Audiokarte, was auch immer ihr da jetzt erweitern wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In, Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1, USB Typ C ist mit dabei, 3x USB 2.0, dann haben wir noch die Onboard-Grafikanschlüsse, könntet ihr theoretisch benutzen, wenn die Grafikkarte mal irgendwann die Füße hoch macht, dann kriegt ihr immer noch ein Bild und könnt ein bisschen E-Sports-Titel spielen, falls die Grafikkarte halt wirklich mal kaputt ist. Und dann haben wir noch WLAN- und Bluetooth-Antennenanschluss und einen PS2-Anschluss, den ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen werdet. Und ja, ich weiß, die Farben hier sind sehr verwirrend, es steht aber bei Geist halt so gelistet. Also ich denke, das hier ist der 3.1er, dann habt ihr hier 3.0 und dann das hier, das mit dem Weißen, ist dann 2.0. Und einige schreiben ja auch immer, ja, warum steht hinten auf der Blende 3.2 und sowas? Das ist den Herstellern mehr oder weniger überlassen, gebt da nichts drauf. Guckt euch hier Anschlüsse extern an, da steht das alles fein mit dabei. In dem Preisbereich echt ein gutes Board.
Also ist jetzt nicht so ein Micro-ATX ohne gekühlte Spannungswand oder sonst was, sondern wirklich Erweiterungsmöglichkeiten gegeben, sieht einigermaßen schick aus. Ja, warum nicht? Und das kostet 149 Euro bei Cyberport Stores Deutschland. Der Arbeitsspeicher sind 2x 16 GB DDR5 5200 Corsair Vengeance RGB Schwarz CL40 Intel XMP. Jetzt denkt ihr natürlich, das ist doch ein AMD-System, warum kein Expo? Ist eigentlich relativ egal. Ihr könnt auch auf Expo dann Intel XMP-Profile laden oder andersrum, also je nach System. Das funktioniert schon. Was ich viel schlimmer finde, jetzt sagt AMD schon bei der 9000er Generation, ja, 5600er ist so die Empfehlung. Die packen 5200er rein, muss halt nicht sein. Selbst bei der 7000er hätte ich auch schon gemeckert, aber jetzt gerade bei der neuen Generation kann man sich halt mehr erlauben und sie machen es nicht. Dazu noch CL40. Also, was soll das? Das Ding ist halt einfach, ihr kriegt 6000er CL30 RAM halt für 10 Euro mehr. Ich finde das schade, dass sowas weggespart wird. Mit 32 GB bin ich völlig fein. Habt auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, könnt ihr mit IQ ansteuern, pipapo, ne, alles fein. Aber ja, ist halt schade. Das Ding ist halt auch, die bieten keine Alternative an im 6000er-Segment. Ich glaube, die fahren wirklich auf der sicheren Schiene, weil die dann sagen, wir halten uns an die Spezifikation eben von AMD. Wenn man hier so schaut, die haben halt hier noch den weißen, der kostet dann 9 Euro mehr. Oder den hier, das ist aber auch 5600er CL40. Scrollen wir ein bisschen runter, haben wir hier CL36. Der ist sogar 1 Euro günstiger, hat aber auch nur 5200 MTS. Ja, und 5600 ist halt das höchste der Gefühle. Mit CL36 kostet bei denen 9 Euro mehr. Ja gut, das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Ist halt schade. Alle machen 6000er, sie halten sich halt wirklich an die Angabe von AMD. Wobei, selbst in dem Fall nicht. Selbst da ist es noch zu wenig. Und der kostet 100,83 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Gigabyte Radeon RX 7600 8 GB Gaming OC. Also erstmal ist es schön, dass wir wissen, was wir genau bekommen. Da steht dann nicht beliebiger Hersteller, sondern sie sagen wirklich, jo, das ist die von Gigabyte. Macht es uns natürlich besonders einfach, weil wir es dann wirklich preislich festnageln können. Das Ding ist einfach, diese Grafikkarte, nicht gut. Die ist schwächer als eine 6700 XT aus der Vorgängergeneration und selbst die hatte schon mehr Speicher. Mit 8 GB kommt ihr nicht weit. Full HD wird noch einigermaßen klappen, gerade im E-Sports-Bereich. Wollt ihr aber AAA-Titel spielen, müsstet ihr schon die Auflösung ein bisschen reduzieren. Also WQHD würde ich sowieso lassen, Full HD würde ich bleiben und dann die Details auch runterschrauben. Das merkt ihr spätestens, wenn ihr Assassin's Creed oder so spielt. Also dann meckert selbst das Programm selbst und sagt dann, Alter, du hast nicht so viel Speicher, chill. Ihr könntet quasi auch eine 6700 XT nehmen, die hat mehr Speicher und hat mehr Leistung. Oder in der Alternative gleich eine 6800er. Jetzt habe ich es natürlich schon ein bisschen verraten, aber wer oben meine Tabs sieht, der sieht auch, es gibt eine Alternative. Ich meine, es ist schön, dass sie die 7000er Serie genommen haben. Die wollen aktuell sein. AMD 9000er Generation und AMD 7000er Generation bei den Grafikkarten. Ist alles schön. Aber da kann man wirklich mal einen Step zurück machen und trotzdem mehr Leistung kriegen. Wie dem auch sei, den FPS-Test findet ihr in der Videobeschreibung. Und die kostet 248,98 Euro bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist ein BeQuiet PROC 2FX Schwarz. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 150 Watt. Der Prozessor hatte 65 Watt. Selbst wenn der 100 fressen würde oder 120, würde der Kühler das noch packen. Okay, 120 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil der Heatspreader von AMD so dick ist. Lassen wir es bei 100 sein. Ist aber keine schlechte Wahl. Qualitativ super. Ich hatte den Kühler selber auch mal hier. Hat eine schöne Beleuchtung, ist komplett in Schwarz gehalten. Ja, warum nicht? Es gibt günstigere Alternativen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber da brauche ich jetzt gar nicht zu meckern. Und der kostet 42,31 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB WD Black SN770. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 5150 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4900 MB die Sekunde mit TLC-Speicher von Kioxia. Ja, ist okay. Gute, schnelle SSD, fürs Zocken genau richtig. 1 TB brauche ich auch nicht meckern bei dem Preispunkt. Ja, kann man machen. Und die kostet 63,94 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 650 Watt Corsair RM650 Modular 80 Plus Gold. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und vollmodular. Leider nicht der neue Standard. Ja, ist auch nicht so wichtig, weil AMD sowieso nicht diese neuen 12 Volt High Power Anschlüsse hat, wie Nvidia das zum Beispiel macht. Von daher kann man das ruhig nehmen. 650 Watt auch ganz dicke ausreichend für das System. Ihr könnt sogar hinterher noch die Grafikkarte upgraden ohne Probleme. Jetzt keine 4090 reinschmeißen. Aber sage ich mal, so eine 4070 Ti oder so geht da durchaus noch. Ist auf jeden Fall gut gewählt, qualitativ auch in Ordnung. Und das kostet 82,89 € bei Mindfactory. Betriebssystem ist nicht mit dabei, dann haben wir hier professioneller Zusammenbau, 24-Stunden-Testing, das machen ja nicht alle, aber viele.
3 Jahre Ultraforce-Garantie, finde ich gar nicht mal so schlecht. Die meisten machen halt 2 Jahre. 3 Jahre ist relativ unüblich. Es gibt hier und da ein SI, die machen das. MIFCOM zum Beispiel oder auch Systemtreff. Wobei MIFCOM macht das, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Berichte ich mich kurz, falls ich da irgendwie Scheiße laber gerade. Bei der Garantie ist es allerdings so, das ist jetzt kein Pickup und Return in dem Sinne. Ihr kriegt ein Rücksendelabel, müsst es aber selber zur Post bringen. Ich habe mir die Garantiebedingungen durchgelesen. Dann kommen wir auch schon zum Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1057,92 €. Und das System kostet 1189 €. Da seid ihr jetzt bummelig bei einem Aufpreis von 130 €. Grüße übrigens an die Mitarbeiter von Alternate, vermutlich, die letztes Mal so munter kommentiert haben unter dem letzten Video. Es geht auch unter 500 € Aufpreis. Ja, ich weiß, das System kostet jetzt nur die Hälfte. Aber selbst wenn wir halt diese 130 € verdoppeln, sind wir bei 260. Ich wollte es nur gesagt haben. Ihr müsst euch echt mal die Kommentare durchlesen, was die da teilweise so geschrieben haben. Also für mich liest sich das so wie Mitarbeiter von Alternate, aber das müssen die alle selber wissen. Ich habe in dem letzten Video, glaube ich, 4 Alternativen gezeigt. Und trotzdem waren die auf dem Punkt, wir haben die bessere Expertise und wir wollen den Leuten das und das bieten und wir bauen ja die PCs gar nicht selber und ach, ich weiß es auch nicht. Aber kommen wir mal zurück zu dem System, ich will jetzt nicht ausschweifend werden. Mich hat das nur wieder, ja, was heißt aufgeregt, mich hat es nur gewundert. Egal. Aufpreistechnisch völlig okay, dieser PC. Konfigurationstechnisch eigentlich auch. Also er ist sehr aktuell, 9600X, 7600er RX Grafikkarte ist völlig okay. Das Ding ist halt, wenn man auf etwas ältere Hardware zurückgegriffen hätte, dann hätte man ein besseres System bekommen. Wir müssen gar nicht von dem AM5-Sockel weg. Also man könnte jetzt wirklich auch ein AM5-System machen, zeige ich euch gleich, mit dem 7500F. Klar, der ist nicht so schnell wie der 9600X. Aber man kann dann hinterher noch upgraden, wenn man das denn möchte. Was ich hier schade finde, ist die Nummer mit dem RAM. Aber sie bieten 6000er sowieso nicht an. Dann hätten sie aber zumindest 5600er nehmen können. Naja, aber da ist jetzt keine grobe Grätsche drin, wo ich sagen würde, das geht gar nicht. So 4800er RAM CL48 oder 46, was wir letztes Mal gesehen haben. Nein, das ist schon irgendwo okay. Und der Preis ist, weiß Gott, keine Abzocke, habe ich ja eben schon gesagt. Das ist völlig fein. Und ja, die Alternative ist wieder ein Hardware-Deals-PC. Ich hatte bei Krotus geguckt, der hat irgendwie einen komischen Sprung da drin. Also der hat irgendwie einen PC für 1100, der war mir aber ein bisschen zu schwach. Und dann geht es erst ab 1400 weiter, also war nichts dabei. Klar, man hätte konfigurieren können, das bringt einem jetzt aber nicht so viel. MyPC hatte auch einen PC, da war beim Micro-ATX-Board drin, in einem Micro-ATX-Gehäuse. Da wäre ich noch cool mit gewesen, aber da dachte ich mir, nee, wenn das System so da steht, nehme ich das. Also das System hier kostet 1200 €. Sozusagen einen Zehner mehr gegenüber dem anderen PC. Ihr bekommt den 7500F, der ist ganz klar schwächer als der 9600X. Im Gaming-Bereich 15% und in der Produktivität ebenfalls. Jetzt ist hier das Thema. Mit der Grafikkarte, die hier verbaut ist, kommen wir gleich noch zu, könnt ihr halt WQHD spielen. Da ist der Prozessor sowieso nicht mehr so wichtig. Solltet ihr planen, ich will damit auch Videos schneiden oder Bilder bearbeiten, könntet ihr echt überlegen, den Prozessor einfach zu upgraden, direkt im Konfigurator von Dubaro zum Beispiel. Aber der ist jetzt erstmal so gegeben. Wir haben einen Endofy Spartan 5 Max ARGB. Der ist halt ungefähr so wie der BeQuiet-Kühler, sieht nicht so schick aus. Ich weiß, hat aber auch genug Leistung, um diesen Prozessor zu kühlen. Das MSI Pro B650S Wi-Fi ist 9 € günstiger gegenüber dem Gigabyte-Board, was in dem anderen PC drin ist. Ich hätte das Gigabyte hier auch mehr gefeiert. Es ist jetzt kein mega schlechtes Board, aber es geht halt besser und das Gigabyte hätte ich auch besser gefunden. Funktioniert aber auch, könnt ihr hinterher auch ein 9600X draufschmeißen. Jetzt kommt aber der Knaller. Hier ist eine 16 GB AMD Radeon RX 6800 drin. Und die bringt in der Rasterleistung einfach mal 38% mehr mit und im Raytracing 68%. Und sie hat doppelt so viel Speicher. Wir sind eine Generation zurück, haben aber doppelt so viel Speicher und halt, wie gesagt, die Prozentzahlen hier, ja, was soll ich anderes sagen? Die hat halt wirklich deutlich mehr Leistung. Und mit 16 GB könnt ihr WQHD zocken. Vielleicht sogar 4K, wenn ihr euch auf E-Sports-Titel beschränkt. Spätestens ab 4K ist der Prozessor sowieso uninteressant. Der Bottleneck dann gar nichts mehr. Was den Arbeitsspeicher angeht, haben wir auch 32 GB, allerdings 6000er CL30. So wie wir das auch immer konfigurieren, wenn ihr eine Config-Anfrage macht bei uns im Discord. Die Kingston KC3000, ja, die ist noch eine ganze Ecke schneller, ist aber auch 1 TB Speicher wie der andere PC auch. Also die ist besser, aber 1 TB ist 1 TB. Das Seasonic-Netzteil bringt ebenfalls nicht den neuen Stecker mit, sind aber auch 650 Watt, 80 plus Gold, reicht auch. Ja, und das Gehäuse ist halt Geschmackssache, Fantix XT Pro Ultra TG. Vorteil an der Nummer ist, hier habt ihr halt insgesamt 440 mm Lüfter, da wissen wir, dass die dabei sind. Das wollte ich auch bei dem anderen PC eben noch sagen, wenn ihr normale Gehäuselüfter nehmt, kriegt ihr die ungefähr für 5 €
das Stück. Ihr könnt von mir aus dann 7 mal 5 Euro rechnen, noch die 35 Euro dabei. Aber der Preispunkt bei dem PC eben war ja gar nicht das Thema. Ich fände es nur schöner, wenn es deutlicher kommuniziert wird oder ich bin einfach zu blöd, um das zu deuten. Aber rechnet es euch gerne drauf. Der Zug ist jetzt gerade eh abgefahren. Und auch hier ist kein Betriebssystem erhältlich und halt nur 2 Jahre Garantie, Retourenschein anstatt 3 Jahre mit Retourenschein. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da liegen wir bei 1038,68 €. Und das Ding kostet 1,2. Da seid ihr jetzt bei 160 Euro Aufpreis. Hab einen etwas schwächeren Prozessor, das Board feiere ich jetzt auch nicht so, ist aber preislich ungefähr so angesiedelt wie das Gigabyte-Ding. Ihr habt eine bessere SSD, besseren RAM, bessere Grafikkarte. Obwohl sie älter ist. Das ist halt jetzt so das Ding. Ich will dem die Daseinsberechtigung gar nicht absprechen. Der ist halt modern, bringt aber halt weniger Leistung auf den Tisch wie der andere PC, der gerade mal 10 Euro mehr kostet. Deswegen überlegt es euch. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht wie ich, dass man auch gerne mal eine Generation zurück kann, ohne dass man sich die Zukunftsfähigkeit verbaut, dadurch aber mehr Leistung hat. Also ich sehe das halt so. Aber lasst mich eure Meinung gerne mal wissen. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.